Es gibt Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist Teil des Ganzen und man fliegt zusammen. Ich bin Stefan Geiger und bin Soloposaunist hier im NDR Elbphilharmonieorchester. Die Posaune war lange Zeit mit Begräbnismusik verbunden. Dann in der Romantik hat die Posaune den wirklich sinfonischen Stellenwert bekommen und wird natürlich vor allen Dingen dann gebraucht, wenn es emphatisch und laut wird. Moin, Uwe. Morgen, Stefan. Mein Vater war Musikschulleiter bei uns auf dem Dorf in Süddeutschland und das hat mir eine breite Ausbildung ermöglicht, weil ich musste so ungefähr jedes Instrument spielen, was da irgendwie die Musikschule angeboten hat. Schon geholt, wie gesagt. Die Posaune findet Möglichkeiten in der zeitgenössischen Musik, nicht nur im Orchester, sondern auch in Solo- oder Ensemble-Literatur. Also wir haben ganz fantastische Jazz-Posaunisten. Das heißt, die Vielseitigkeit der Posaune hat mich tatsächlich sehr früh schon gereizt. Was tatsächlich nur wenige, die großen Orchester in der Welt haben, nämlich alternierende Solobläser. Das schafft Freiräume für den jeweiligen Kollegen, der nicht spielt. Und die sind auch dazu gedacht, sozusagen anderweitig tätig zu sein. Dirigieren studiert man wie tatsächlich jedes andere Instrument auch im Musikstudium. Das habe ich auch getan und habe dann aber sehr früh, Gott sei Dank, meinen Beruf als Posaunist einschlagen dürfen. Der Job des Dirigenten ist wirklich vielschichtig. Es geht um die Programmauswahl, viel Organisatorisches. Das sind alles Dinge, die jetzt sozusagen mit der rein musikalischen Tätigkeit noch gar nichts zu tun haben. Die Fähigkeit zur Probenarbeit, aber auch die sozialen Fähigkeiten. Wie bringe ich das dem oder den Musikern nahe, vielleicht was zu ändern, ohne dass es blöd wirkt. Bitte lauter. Letzten Takt bitte. Nur den letzten Takt. Natürlich muss das Handwerk geübt sein. Und dazu kommt natürlich das reine Dirigat. Und weil es so vielschichtig ist, lernt man da, glaube ich, nie aus. Der Dirigent steht immer zunächst einfach mal im Rampenlicht und wie oft wird man das gefragt, ist es eigentlich faszinierend und man hat doch dann die Macht und so weiter. Ich glaube, wenn man dirigieren möchte, um Macht ausüben zu können, dann soll man es bitte ganz schnell wieder bleiben lassen. Obwohl die Tätigkeit für meinen Geschmack sehr verschieden ist, ist es letztlich dann doch das Gleiche, nämlich das Gefühl, dass man mit allen an einem Strang zieht, wenn man auch in der einen Position ein bisschen weiter vorne, in der anderen ein bisschen weiter hinten zieht. Wenn man das Gefühl hat, das war jetzt makellos und wir haben das alle zusammen gemacht und die anderen haben es gehört. Seit März 2016 bin ich neben der Tätigkeit in Hamburg Chefdirigent des Orchestra Sinfonica do Paraná. Brasilien ist ähnlich strukturiert wie Deutschland, nämlich in Bundesstaaten und das ist das Landesorchester, in dem ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr tätig bin. Weil die Partituren oft DIN A3 sind und jeder kennt die Situation im Flugzeug, ist schwer. Aber es gibt Gott sei Dank auch Taschenbuchausgaben und dann muss es so gehen. Ich bin, wenn ich Zeit habe, sehr gerne mit meiner Familie, mit meinen 3 Jungs zusammen. Immer wenn ich zurückkomme nach Hamburg, denke ich, oh Gott, die sind schon wieder alle gewachsen. Und ich bin froh für jede Minute. Es ist ein tolles Gefühl, wieder in Hamburg zu sein. Man kommt hier zurück in die wunderbare Elbphilharmonie. Man ist Teil einer Abendveranstaltung, die für viele Leute wahrscheinlich was ist, wo sie sich schon seit Jahren drauf gefreut haben. Und das ist natürlich auch ein Ansporn. Und ich fühle mich unter den Kollegen sehr gut aufgehoben. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.